Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial Dark Souls 3. In dem heutigen Tutorial geht es um den Eid Wächter des Götterfressers und wo ihr den finden könnt. Und zwar startet ihr beim Leuchtfeuer Priester Sullivan, oder Hohepriester Sullivan, und von diesem Leuchtfeuer geht ihr dann hier durch. Genau, immer schön hier lang. Genau, dann hier hoch. So, hier müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Hier sind jetzt ein paar Riesen. Hier könnt ihr aber ziemlich entspannt und ja, locker eigentlich schnell vorbeilaufen. Genau, dann hier entlang. Die Zauberer lasst ihr einfach schießen. Dürften eigentlich kein Problem sein. Genau, und dann geht ihr hier oben rein. Wenn ihr hier oben seid, dann geht ihr hier links und hier ist eine Mauer. Auf die könnt ihr einschlagen und dann öffnet sich hier, also ein Geheimgang, wo eine Leiter hinunterführt. Genau, dort geht ihr hinunter. Immer schön runter, genau. So, und hier ganz wichtig, hier sind zwei so Kreaturen, die euch am Anfang von dem Gebiet auf der Brücke gejagt haben. Die eine Kreatur, da sieht aus wie so ein Krokodil. Hier sind auf jeden Fall zwei drin. Die habe ich jetzt schon gesäubert. Sonst würde das Tutorial hier zu lang dauern. Und zwar steht einer hier vorne, in die Richtung, wo ich schaue, und einer steht hier ums Eck. Also bitte macht die eventuell einzeln, weil zu zweit, glaube ich, ist es fast nicht machbar. Wenn ihr alle zwei auf einmal habt. So, genau, dann hier halt den Loot noch einsammeln, was hier drin noch gibt. Und dann gibt es da hinten den Eid Wächter des Götterfressers. Bitte darum, den Eid leisten zu dürfen. Eid beitreten, ja. Aldrichs Getreue. Okay. Du hast den Beweis des Eids erhalten. Menschlichen Abschaum darbieten. Das ist übrigens, den menschlichen Abschaum, den findet ihr hier in dem Raum. Das ist ein, ja, ein Loot halt. Machen wir gleich. Genau. Schauen wir uns den Eid noch schnell an. Schwört den Eid von Aldrich Getreuen die Treue. Das heilige Symbol der Kathedrale des Abgrunds und das Wappen jener, die hinter das Feuer bis in das Zeitalter die abgründigen Wasser blicken können. Das Anliegen schwört den Eid von Aldrich Getreuen die Treue. Die Getreuen sorgen dafür, dass Aldrich, der Verschlinger der Götter, ungestört bleibt, indem sie die Gestalt treuer Geister annehmen und alle angreifen, die in die verfallene Kathedrale eindringen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch beim Anlegen. Sind auch wieder Multiplayer. Alt. Okay, wenn euch die Folge gefallen hat oder das Tutorial, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder auch ein Abo. Ansonsten seht ihr natürlich mehr auf meinem Kanal, vor allem Let's Plays von Dark Souls 3. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao, euer Andi.